Hallo, ich bin der Clemens und wir sind die Sproof GmbH. Und der Fabian und ich beschäftigen uns in unserer Forschung am Zentrum für sichere Energieinformatik an der Fachhochschule in Salzburg mit den Themen Sicherheit, Privacy, Verschlüsselung und auch dezentrale Anwendungen. Wir sind beide Forscher an der Fachhochschule in Salzburg und bei unserem täglichen Arbeitsweg gehen wir jeden Tag beim Gebäude vom FH Startup Center vorbei und da hängt draußen so ein Riesenschild, wo ganz groß Startup Salzburg draufsteht. Und das hat uns auf der einen Seite motiviert und auf der anderen Seite haben wir oft E-Mails bekommen im Newsletter von der Fachhochschule Salzburg, dass die Möglichkeit gibt, dass wenn wir Ideen haben, dass wir da hingehen sollen. Und ja, irgendwann haben wir dann eine Idee gehabt und haben gesagt, jetzt gehen wir mal dahin und dann sind wir nicht mehr weggekommen. Wir bei Sproof entwickeln innovative Lösungen aus den Ergebnissen unserer Forschung und haben aktuell zwei Produkte im Portfolio. Mit Sproof Registry kümmern wir uns um einfache Lösungen, um wichtige Dokumente überprüfbar zu machen. Und mit Sproof Sign lösen wir das Problem des komplizierten Sammelns von Unterschriften für Dokumente. Bereits das Studium an der Fachhochschule Salzburg bietet eine gute Vorbereitung auf die Unternehmensgründung und mit dem FH Startup Center und der Startup Salzburg Factory wurden wir auch auf den Unternehmensalltag gut vorbereitet. Wir sind damals an das Startup Center gekommen und haben durch wochenlange Einzelcoachings in mehrere Sessions das Ganze erlernt, wie wir zu Unternehmen gründen, was kommt in einen Businessplan, was ist wichtig, auf was legen Investoren zum Beispiel Wert oder wie vermarktet man seine eigene Idee. Bei uns hat es das Kompaktprogramm noch nicht gegeben, aber das ist halt eine Möglichkeit, wo man das, was wir jetzt über ein ganzes halbes Jahr quasi immer im 2-Wochen-Rhythmus gemacht haben, kompakt in 3 Tagen Vollgas durchzuarbeiten. Und dann sollte man eigentlich ziemlich schnell herausfinden, ob die Idee jetzt tauglich ist für die Wirtschaft oder nicht.